Atme es mal einmal ganz tief ein. Schlaf tief und fest. Du lässt dich immer mehr fallen, während du noch tiefer sinkst. Während nichts für dich mehr wichtig ist, nur noch meine Stimme. Treiben lassen und geschehen lassen. Und Christine, ich zähle jetzt rückwärts von 5 bis 0 und du spürst, wie du mit jeder Zahl immer ruhiger wirst, wie du dich mit jeder Zahl immer mehr und mehr entspannen kannst, wie für dich von diesem Moment an nichts mehr wichtig ist, nur noch meine Stimme und wie du einfach geschehen lassen kannst, was geschieht. 5. Du lässt neue Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. Du merkst, wie du aufhörst zu denken. Neue Gedanken, die lässt du einfach nur kommen und wieder gehen, aber nichts ist für dich mehr wichtig, nur noch meine Stimme. Und du fühlst dich dabei so wohl und entspannt, weil du dich einfach treiben lassen kannst. 5. Treiben lassen, wirken lassen und geschehen lassen und einfach mit jedem Atemzug noch viel, viel tiefer sinken. Du spürst, wie sich jeder Muskel in deinem Körper immer mehr und mehr entspannen kann. Und ich werde dich jetzt gleich an der Stirn berühren. Und in dem Moment, wo ich dich an der Stirn berühre, spürst du, wie sich der ganze Körper entspannt, von Kopf bis Fuß. Du merkst, wie die Arme schwer werden, die Beine. Und du spürst, wie jeder Muskel einfach nur nachgibt und du lässt es einfach zu, denn das ist ein super angenehmes und entspanntes Gefühl, wenn du immer tiefer sinken kannst. Mach dich bereit, das passiert genau jetzt. Tiefer und tiefer, genau. Das fühlt sich so gut an, sich einfach fallen zu lassen, geschehen zu lassen. Und sich völlig wohl zu fühlen. Ganz genau. 3. Jedes Mal dann, Christine, wenn ich dich an der Stirn berühre oder wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, immer dann fallen deine Augen sofort zu, der Kopf fällt nach vorne, der Körper sackt in sich zusammen, denn jegliche Körperanspannung entfällt. Seit das Wort Schlaf zu dir spürst du, wie jeder Muskel in deinem Körper nachgibt. Wie du einfach in diesen Zustand fallen kannst. Und das ist so angenehm, weil du einfach richtig loslassen kannst. 2. Du spürst, wie gut sich das anfühlt, einfach loszulassen. Einfach geschehen zu lassen und noch viel, viel wohler zu fühlen. Und du spürst, wie entspannt der Körper ist. Du lässt geschehen, was geschieht, wenn ich jetzt gleich nach deiner Hand greife. Du fühlst dich völlig wohl. Du hilfst nicht, du lässt einfach geschehen. Und der ganze Körper ist so locker und auch der andere Arm so locker und entspannt. 1. Jede Atmung lässt dich einfach immer tiefer sinken. Und je tiefer du sinkst, umso wohler kannst du dich fühlen. Und gleich bei der nächsten Zahl, Christine. Bei der nächsten Zahl sinkst du 30 Mal so tief in diesen Zustand wie noch nie zuvor in deinem Leben. Und du fühlst dich völlig wohl und entspannt. Atme einmal ganz tief ein. Und 0. Tief und fest, genau. Das fühlt sich so gut an, loszulassen. Loszulassen und geschehen zu lassen und sich völlig wohl zu fühlen. Und immer wenn ich das Wort Schlaf zu dir sage, dann gibt der Körper nach und sackt in sich zusammen. Wenn ich im Stehen Schlaf zu dir sage, würden sogar deine Füße wegkippen. Du hast keine Angst, du weißt, ich halte dich jederzeit fest. Aber sobald ich das Wort Schlaf zu dir sage, kannst du auch nichts dagegen machen. Der Körper gibt einfach nach und du sinkst in diesen tiefen, entspannten Schlaf. Und für dich ist von diesem Moment an nichts mehr wichtig. Nur noch meine Stimme. Und die lässt dich immer tiefer und tiefer sinken. Immer tiefer als zuvor. Genau, sehr gut. Und Christine, ich zähle jetzt von der Zahl 1 bis zur Zahl 3 und bei Zahl 3 bist du der festen Überzeugung, du bist die absolute Weltmeisterin im Armdrücken.
Und du bist so stark, du gewinnst gegen alles und jeden im Armdrücken, auch gegen Männer, problemlos und mühelos, weil du bist die Krasseste. Das Problem ist, heute hast du keine Chance, weil du verlierst jedes Spiel gegen mich, weil ich bin immer stärker. Du hast keine Kraft auf den Arm, keinen Widerstand, wenn ich den nach unten drücke. Und du lässt ja natürlich die tollsten Ausreden einfallen, wieso du es heute nicht schaffst, mich zu besiegen, weil normalerweise bist du unangefochten die Nummer 1. 1, 2, 3, einmal Augen auf. Hallo. Du hast auch so ein sonderbares Hobby, ne? So Armdrücken, ne? Boah, lieb ich. Wollen wir mal machen? Ja? Ja, warte mal, ich zieh meine Jacke aus, weil also bin ich schon. Oh, ja, da bist du richtig gut. Ja, da bin ich wirklich gut drin. Ja, mach mal. Muss ich einfach hier ausziehen? Ja, ja. Alles gut. Warte. Alles klärchen. Ja, okay, dann geht's los, aber kannst dich ja fast geschafft haben. Ich bin alles klar. Ich bin gut, ne? Oh, ich glaub dir das. Du bist Expertin, okay. Ja. Du zählst von 1 bis 3 und dann geht's los. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ja, du, ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ah! Boah. Puff. Aber voll. Das ist auch, weil das ist ein bisschen blöd mit der Unterlage. Mit der Unterlage ist ja, ein bisschen blöd. Ja, dann müssen wir eigentlich eine andere für mich. Ja, komm, ich drehe mich mal so, dann ist es ein bisschen einfacher. Ja, ich glaube, das ist jetzt fairer, weil du weißt jetzt sonst nicht so viel. Kann ich verstehen, ja, ja. Weil sonst, also ich bin wirklich gut, ne? Das glaube ich dir, ja. Zählst du nochmal von 1 bis 3? 1, 2, 3. Oh ja, wirklich gut. Ja, deswegen, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber nicht gut genug. Oh nein! Ja. Hä? Aber bist du gut? Nee, ich kann das gar nicht. Ach, das stimmt. Nee, ich kann das wirklich nicht. Ich habe überhaupt keine Muckis. Kannst du auch mit links? Ich habe halt nicht, glaube ich, nicht das Richtige gegessen. Nee, das kann sein. Kannst du es dann auch mit links? Links bin ich nicht ganz so gut wie mit rechts. Ich kann mit links gar nichts. Vielleicht können wir es mal mit links probieren. Wir können es ja mal einmal ausprobieren. Okay. Soll ich da zählen? Ja, wieder, gerne. Okay, 1, 2, 3. Boah. Aber okay, links ist auch wirklich nicht mein starker Arm. Das dachte ich mir. Ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Also, möchtest du mal rechts mit 2 Armen machen? Wie meinst du mit 2 Armen? Also du nimmst 2 Hände, also pass auf. Ja? Ah ja, und so. Ich mach mit beiden. Du machst mal mit beiden, ja, das ist aber dann ein bisschen unfair für dich. Ja, mach mal, mach einfach mal. Ja komm, aber dafür also eigentlich bist du ja auch da nicht so gut da drin, nee, oder? Bin ich nicht. 1, 2, 3. Boah. Ja. Ja, ist heute nicht mein Tag, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist eigentlich bin ich wirklich gut. Ja, du bist richtig gut, ne? Im Arm drücken. Ja, das glaube ich. Das sagen auch alle. Okay, können wir mal High Five machen? Ja. Schlag. Oh. Tief und fest. Fühl dich völlig wohl und singst tiefer und fühl dich völlig wohl und entspannt. Ganz entspannt, genau. Treiben lassen und geschehen lassen. Ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3, bei Z3 kannst du jetzt gleich nochmal die Augen öffnen und ich werde an dem Publikum noch einige Sachen erklären. Und immer, wenn ich in die Kamera gucke, also dich nicht beachte, beginnst du plötzlich im Hintergrund irgendwelche Grimassen zu ziehen. Das ist ein bisschen so wie zur Schulzeit. Und wenn ich mich umdrehe, bist du natürlich sofort ganz normal, ganz brav und artig. Aber immer, wenn ich dich gerade nicht beachte, wenn ich in die Kamera gucke, fängst du an, hinter meinem Rücken Grimassen zu ziehen, weil ich laber sowieso einfach nur Schwachsinn. Das findest du überhaupt nicht in Ordnung. 1, 2, 3, einmal die Augen auf. Hey, geht's dir gut? Ich erkläre dem Publikum noch ein paar Sachen. Liebes Publikum, also mit Hypnose kann man ja super spannende Sachen machen und ich freue mich tierisch, dass ihr heute alle dabei seid und du freust dich auch, dass du dabei bist, ne? Sehr gut. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, als erstes mal den Kanal abonnieren und liken, da freue ich mich super drüber und Christine freut sich auch, ne? Weil du bist ja gerne hier im Kanal, ne? Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, da können wir dann einiges machen. Lasst ein Abo da, damit wir schnell die 2300er schaffen, das ist das nächste Ziel und dann gibt es demnächst schon wieder ein neues Video und Christine, bist du beim nächsten Video auch dabei? Sehr gerne. Das habe ich mir gedacht, das freut mich sehr, Christine. Übrigens richtig witzig, wenn du jetzt nochmal selbst laut deinen Namen sagst, schläfst du sofort ein, deine Augen fallen zu, der Kopf sagt nach vorne, kein Scherz. Kannst du einmal laut deinen Namen sagen? Christine. Und schlaf. Tief, genau, einfach fallen lassen. Und fest treiben lassen und geschehen lassen. Tiefer und tiefer, genau, fühl dich völlig wohl. Wohl und entspannt. Genau. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Dann freue ich mich. Das ist super wichtig, damit diese Videos noch viele weitere Leute sehen können. Und ja, alle weiteren Infos folgen dann in nächster Zeit. Nächste Woche geht es hier schon weiter mit einem Video. Also bleibt dran. Und bis dahin. Ciao.